Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers. So, das wird wahrscheinlich jetzt tatsächlich die letzte Folge sein. Ich wechsle hier gerade die Dinger nochmal durch. Gucken, also wir müssen jetzt noch weiter den Würfel finden. Ich hoffe, dass es nicht auch irgendwie 5 Minuten erledigt. Jetzt habe ich extra eine neue Folge deswegen angefangen. Das sieht aber doch tatsächlich sehr nach Würfel aus. Gut, das sind noch Gegner. Das heißt, vielleicht machen wir die dann einfach kürzer, die Folge. Wenn die sonst immer etwas länger werden. Wir gucken einfach mal. Gut, dann gehen wir mal kurz auf Fernkampf. Danke fürs Heilen. Einen Testlauf des kosmischen Würfels eingeleitet. Das ist halt nicht so schön. Okay, wir sind wieder voll aufgeheilt. Einmal kurz gucken, gibt es irgendwas auszutauschen? Gibt es tatsächlich nicht. Na dann. Da oben ist doch irgendwo ein. Aua. Eine Kiste. Und die können wir wahrscheinlich hier oben dann ausschalten, ne? Hat sich gelohnt, sogar ein Comic drin. Sehr gut. Aber jetzt haben wir auch hier eine violette. Warte mal. Ah gut, ich glaube, es reicht nicht ganz, ne? Dann bräuchte man da auch noch was Violettes für. Ich teste mal gerade. Nö, kein Achievement. Fehlt tatsächlich wohl hier noch ein violettes. Das Exotische würde wahrscheinlich auch besser sein. Okay. Halten wir das nochmal an. Vielleicht haben wir tatsächlich Glück. Und finden noch ein. Hier noch ein violettes Artefakt für. Können wir zumindest das Achievement noch mitnehmen. Aber das ist ja tatsächlich häufig so, dass dann gab es ja bei Borderlands auch, wenn du halt nur mit epischen oder legendären Sachen ausgerüstet bist, dass es dann Achievement für gibt. Schauen wir doch mal. Was um alles in der Welt? Bannen Sie mich in das System, dann weiß ich, womit wir es zu tun haben. Okay. Gut, dann gibt's wieder was zu hacken. Ist in Ordnung. Nur ein kleiner Rückschlag. Keine Sorge. Aber wir waren gut. Zerbritzel. Alles bestens. Unerträglich.
irgendwelche Schmerzen. Keine große Sache. So, am Hulk geht's gerade nicht so gut. Wir sollten auch mal gucken, dass wir hier da was zurückholen. Ich muss auf Distanz gehen. Danke. So, husch, weg da. Das ist unser Terminal. Bitte mal weg. Das ging jetzt schnell. Alles klar, gut. Dann schauen wir, wie schnell das geht. Energieschild deaktiviert! Greift die Energieverteiler an! Ich könnte Verstärkung brauchen! Mich hat's erwischt. Gut, also das ist nicht so erfolgreich. Gut gemacht. Energieverteiler liegen frei. Ach, die da oben, okay. Ja, merkt schon, dass ich auf den Panther jetzt wirklich wieder eingespielt bin in den letzten, wo der halt deutlich stärker ist von den letzten Folgen. Genau, einen haben wir platt. Drauf. Scheinbar muss man dann auch die passende noch auswählen, oder? Ne, können auch hier drauf ballern. Okay. Stimmt, das andere war vorhin auch was anderes. Gut, aua, jetzt ist wieder abgeschirmt. Leben. Da müssen wir uns mal kurz wieder heilen. Autsch. Oh, sag mir bitte, dass ihr das gesehen habt. Gut, ich würde sagen, wir hauen einfach weiter drauf. Gut, damit hätten wir B erledigt. Okay, aber es wird. Tschüss. Gut, halt, du darfst ihn erledigen. Ist in Ordnung.
Ah, genau, wir müssen jetzt zum B. Alleine kann ich so nicht weitermachen. Au. Hilf mir auf die Beine! Hilf mir auf die Beine! Moment, ich brauche erstmal Leben. Ihr macht das jetzt, oder? So, Herr Adept Huit, du könntest da mal weg. Wir haben Wakanda stolz gemacht. Ach genau, wir können jetzt einfach draufhauen, weil die Dinger jetzt schon abgeschaltet wurden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Barrieren sind unten. Gut gemacht. Der Eindämmungswürfel ist jetzt schadensanfällig. Deshalb bin ich der Black Panther. So, Katzen. Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber hey, wir ballern einfach weiter drauf. Alles gut. Haben wir es jetzt schon? Wunderschön, nicht wahr? Was zur Hölle geht hier vor? Die in dem Würfel enthaltene kosmische Energie würde ihrem Besitzer nahezu unbegrenzte Macht verleihen. Nicht nahezu. Weißt du was? Okay. Die Menschheit wird gerettet. Durch AIM und die Wissenschaft. Sie verstehen nicht, wozu dieser Würfel fähig ist. Aber sie schon. Allerdings bei ihr ist undurchdringlich. Sie sind völlig irre. Darum schalte ich sie jetzt aus. Wir müssen jetzt hier gegen Miss Marvel kämpfen. Wir müssen einfach nur überleben, okay. Jetzt da drauf gehauen, wo er draufhauen sollte. Und so stirbst du unehrenhaft. Ja, wie gesagt, die Kleinen machen jetzt so wirklich doch. Also Schaden schon, aber sind halt auch glücklicherweise schnell kaputt. Leben. Danke. Ich habe genug von Ihrer Einmischung. Ich beende das hier und jetzt. Ihre Schilde sind unten. Konzentrieren Sie Ihre Angriffe auf Dr. Albertini. Stellt mal jemand Hulk auf die Beine. Alles klar? Gut. Sie überlisten mich nicht nochmal. Diese Klone nehmen kein Ende!
Ihr seid überfordert, Avengers. Ja. Kann mal vielleicht jemand zum Wiederbeleben kommen? Bitte? Danke. Sehr nett, Hype. Ihr habt meinen Dank und den meines Freundes. Aber wenn wir jetzt jedes Mal wirklich diese ganzen... Oder müssen wir einfach nur überleben? Wie gesagt, die hat jetzt kaum was abgezogen. Oder wir haben kaum was abgezogen. Ich sehe irgendwie auch, ehrlich gesagt... Außer dem Hulk keinen, der hier mitkämpft. Was hat mich gesegnet? Lerne daraus. Sie haben mich irgendwie zum Stehen gebracht. Upsala. So, eben bitte. Hier kann ich nicht entkommen. So, aber ja, wie gesagt, irgendwie wundert es mich, wo die Kollegen abgeblieben sind. Wie sieht's aus? Müssen wir dich umhauen? Oder was wird das? Sie haben mich irgendwie zum Stehen gebracht. Ah, jetzt haben wir den Rest wieder da, oder? Ne, das sind auch das wieder Klone. Ich hab das Gefühl, dass die vielleicht irgendwie verbuggt sind und dann noch außerhalb von dem Feld sind. Wenn das sein kann. Es ist ja irgendwie auch nur Hulk, der Schaden kriegt hier. Aua. Wakanda braucht seinen Black Panther. Ich kann mich nicht bewegen. Du solltest am Boden bleiben. Ja, wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass das hier irgendwie so läuft, wie es soll. Autsch. Wie konnten Sie? Egal. Sie werden bald untergehen. Kosmoschäden, die ruhen sich auf. Stoppen Sie sie sofort. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass das da so läuft, wie es laufen soll. Zumindest, wie gesagt, mir macht halt viel zu wenig Schaden. Haben wir gerade mal irgendwie 10 Sekunden Zeit, um irgendwie mehr Schaden zu machen. Aber die Frage ist halt, vielleicht funktioniert es jetzt ja besser. Weißt du was? Okay. Die Menschheit wird gerettet. Durch AIM und die Wissenschaft. Omnigas-Barriere ist undurchdringlich. Ein Angriff auf sie wäre sinnlos. Versuchen sie einfach, an sie zu gehen. Musterbeispiel für verschwendetes Potenzial. Sie ist auch nicht mehr.
Okay, wir haben unsere Leute wieder da. Was jetzt halt das Ganze noch chaotischer macht. Ihr müsst an der Seite des Panthers kämpfen. Okay, jetzt wo ich mir das mal anschaue. Ich habe mir doch ordentlich Leben gerade verloren wieder. Das ist unsere. Alles klar. Diese Klone nehmen kein Ende. Ja, aber ich glaube, das wird echt nix. Ah, nee, oder sie kann sich halt nur... Warte mal, ja, das ist jetzt weg. Sie kann es noch dreimal machen. Und dann können wir sie platthauen. Okay. Machen die halt dann doch schon ordentlich Schaden zwischendurch. Halt still! Genau. Jules scheint sie auch echt immer mehr Leben zu haben. So, da hätten wir Kate. Ich setze einfach alles ein, was ich habe, sobald es da ist. Aufsparen macht er jetzt ja nicht so unglaublich viel Sinn, habe ich den Eindruck. Ziemlich beschissen, dass... Aber gut, wir können vielleicht hinter den... Dings verstecken. Junior, bist du das? Landstreicher? Wo bist du? Ich bin in der Zeitblase. Der Würfel? Er macht merkwürdige, abgefahrene Sachen. Monika pusht daran herum. Er ist instabil. Unfertig. Das klingt nicht gut. Versuch sie aufzuhalten. Danke. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Halt durch. So, etwas unpraktisch, dass wir die ganze Zeit da jetzt schon Schaden genommen haben, weil wir jetzt nicht mehr sterben dürfen. Na gut, ein bisschen was an Leben ist ja noch da. Yeah.
Wie frech. Mir das zu beenden. Fuck, 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 fuck. Nicht gut. Na, ich fürchte, wir müssen noch eine Runde durchhalten. Jetzt der Rot ist wahrscheinlich der, der gerade aktiv ist. Wir haben noch einen grünen. Aber dass wir halt jedes Mal gewone-shottet werden, das ist halt echt nicht schön. Irgendwie macht der doch Schaden. Halt smashed. Sehr gut. Wo ist Madame da hinten tatsächlich? Dadurch, dass jetzt keiner so großartig angreift. Komm mal runter. Na, wo willst du denn gerade hin? Wir schauen, also wie, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal drauf gehen sollte, dann war es das. Ich versuche mich dann das nächste Mal hinter so einem Pfeiler zu verstecken. Okay, das funktioniert tatsächlich. Alles klar. Hey, ich kann dich sehen. Was? Wie? Da ist dieser seltsame Riss und er wird immer größer. Von meinem Standpunkt aus ist es gut. Was immer du tust, mach weiter. Okay, die scheinen jetzt auch wieder etwas stärker zu sein. Obwohl das hier, glaube ich, gerade etwas besser geht. Alter Finn. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zeitgebunden ist oder gegnergebunden. Und so stirbst du unehrenhaft. Aber es scheint ja einigermaßen zu funktionieren.
So, eine haben wir. Können wir so ein bisschen leben. Ich glaube, ich hab's jetzt raus. Tatsächlich. Mach jetzt weiter, Avenger. Gut, da ziehen wir auch ordentlich ab. Sehr schön. Naja, Hulk hat glaube ich auch dazu gelernt. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt halt nichts mehr zum... keine Deckung mehr haben. Und es dann nicht mehr hinkriegen. Oder irgendwie ausweichen können. Wunderschön, nicht wahr? Was zur Hölle geht hier vor? Aber gut, dann würde ich tatsächlich sagen, das soll's gewesen sein. Da habe ich jetzt echt keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Das hat dann doch zu viel Zeit gekostet, alles. Beenden wir's, okay. Das Ganze. Beenden wir dann damit tatsächlich das Let's Play. Es ist noch ein bisschen was über, aber das sind jetzt nicht Sachen, die mich hier groß interessieren und vor allen Dingen Sachen, die mich halt gerade zu viel Zeit kosten und mir da dann halt auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, sehr viel die Lust an dem Spiel nehmen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid dann beim nächsten Projekt auch wieder mit dabei, das dann morgen startet. Mal gucken, was es wird. Vielen, vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Wann auch immer ihr euch das Ganze hier anschaut. Achso, wir könnten aber zumindest mal. Ich glaube, wir hatten ja zumindest mal noch ein paar Codex-Einträge. Dann machen wir die noch. Wird wahrscheinlich Monika gewesen sein hier. Oh, hier sehr viele Monikas. So. Hier fliegende Windklon. Gut, wenn wir sie erledigt haben, das gibt es wahrscheinlich dann die letzte Akte. Aber ja, wie gesagt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel Elan für. Von daher, lass was sehe ich kurz davor jetzt sein. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.